warum auch du unbedingt dein Fett loswerden solltest. Und das Ganze ist ernst gemeint. Herzlich willkommen bei Keto Research. Mein Name ist Michael Maus. Natürlich braucht der Körper Fett. Und zwar brauchen wir Fett, um unsere Zellen aufzubauen und herzustellen. Jede Zelle braucht Fett, damit sie überhaupt funktionieren kann. Also, unser Körper braucht Fett. Warum müssen wir das Ganze eigentlich loswerden? In den letzten Jahrzehnten ist es nun aufgrund eines bestimmten Herrn namens Ansel Keys, das war ein Amerikaner, der aufgrund eines Herzinfarkts eines amerikanischen Präsidenten eine Studie gemacht hat, eine 9-Länder-Studie, aus der nachher herauskam, dass Fett schlecht ist und absolut eliminiert werden sollte aus unserer Nahrung. Problem dieser Studie war allerdings, dass dieser Herr einige Länder im Prinzip verschwiegen hat. Und zwar Länder, in denen es nicht zu diesem Ergebnis kam, wie es gewünscht war. Also, Nahrungsfett ist nicht schlecht. Was für Nahrungsfette nun eigentlich gut sind, mache ich ein extra Video drüber. Aber hier ganz kurz sei gesagt, je natürlicher das Fett ist, desto besser ist es auch für unseren Körper. Hierbei geht es nicht, ob es einspeichern, sondern es geht darum, ob es gesund ist. Also, ein natürliches Fett ist ein zum Beispiel kaltgepresstes Fett oder das Fett, was an einem guten Stück Fleisch dran ist oder Schmalz und so weiter und so fort. Je höher ein Öl, ein Fett raffineriert ist, prozessiert ist, desto schlechter und unstabiler ist es im Endeffekt. Okay, es geht aber eigentlich heute in diesem Video darum, um unser Körperfett. Bei unserem Körperfett unterscheiden wir unter zwei bzw. drei Arten. Einmal dem subkutanen Fett und dann noch dem viszeralen Fett und dem braunen Fett. Das braune Fett, nehme ich ganz kurz vorweg, haben wir meist im Rücken, sieht braun aus tatsächlich, weil es von ganz vielen kleinen Adern durchzogen ist. Das ist im Prinzip unsere Heizung. Gehen wir hier aber nicht drauf ein heute, sondern wir nehmen uns erstmal das subkutane Fett vor. Das subkutane Fett liegt im Prinzip unter der Haut. Dadurch lässt sich das Ganze hier sehr schön auch verschieben. Ja, subkutanes Fett zu haben ist eigentlich ganz okay. Bei manchen artet es allerdings ein wenig aus. Das, wo viele der Meinung sind, sie sind zu fett, ist hier kurz gesagt nicht nur Fett, sondern hier reden wir über das Bindegewebe, den Pischinger Raum zum Beispiel, wo es teilweise auch aussieht wie in einer Sondermülldeponie. Genau da befinden sich Schlackenstoffe, alle möglichen Medikamente, Alkohol, weiß der Teufel, was wir hier reingeben, geht ins Bindegewebe. Ja? Und natürlich das subkutane Fett. Das subkutane Fett liegt unter der Haut. Wir haben aber noch ein anderes Fett, und zwar das viszerale Fett. Das viszerale Fett befindet sich um unsere Organe herum. Hier gibt es bestimmte Werte, wo man sagen kann, okay, bei diesem Prozentsatz oder bei diesem Wert, das ist ein gesunder Wert. Ja, die meisten haben aber einen nicht gerade so gesunden Wert. Was ist denn an diesem viszeralen Fett so fatal? Ganz einfach, wenn sich das viszerale Fett an unseren Organen ansammelt, dann haben wir ein Problem, und zwar die Organe können nicht mehr so gut arbeiten wie vorher. Ein Riesenproblem. Das betrifft zum Beispiel die Fettleber. Ja, die Leber, das kann am Herz sein, das kann überall, Bauchspeicheldrüse, kann sich dieses viszerale Fett im Prinzip anordnen. Okay, das heißt also, wir müssen das Fett loswerden, damit wir funktionieren, damit unsere Organe funktionieren. Wenn man gesund sein möchte, ich sage immer, ich möchte gesund alt werden, dann möchte man, dass die Organe funktionieren. Das heißt also, damit die Organe funktionieren, muss das Fett weg. Vor, ich glaube, ungefähr 3 Monaten haben wir eine Körperfettanalyse gemacht. Blende ich hier hinten noch einmal ein. Da hatte ich einen Wert von einem Viszeralfett von, da steht 5 Quadratzentimeter. Das ist sehr, sehr, sehr gering. Okay, ich mache auch die ketogene Ernährung schon unwahrscheinlich lange, habe da sehr gute Erfahrungen mit. Und ich will nicht sagen, ich bin stolz auf den Wert, aber ich komme sehr gut klar mit dem Wert. Einige Ärzte würden mich direkt einweisen, ja, denn die sind der Meinung, dieses viszerale Fett hält die Organe und so weiter und so fort zusammen. Ist aber im Endeffekt Nonsens. Ja? Wir haben Muskulatur und die Organe, die passen sich da schon an. Also bei mir ist noch kein Organ verrutscht, nur weil ich so einen geringen viszeralen Fettwert habe. Okay, das heißt also, wir wollen das viszerale Fett loswerden. Wie werden wir das los? Einige sind der Meinung, viszerales Fett und auch das subkutane Fett wird man los, indem man Kalorien reduziert in der Ernährung. Das ist aber nur eine Halbwahrheit.
müssen wir hier sagen. Wenn man Kalorien reduziert bei einer normalen Ernährung, was passiert denn dann? Der Stoffwechsel fährt herunter und man verbrennt und verbraucht nicht nur sein Körperfett, also viszerales und subkutanes, sondern auch alles andere. Das heißt, man verliert auch Muskulatur, man verliert irgendwelches Gewebe, weißer Teufel. Der Körper fängt an, sich selber zu verstoffwechseln. Also, eine Diät, eine Ernährung mit einer Kalorienreduktion ist nicht unbedingt der Schlüssel, um abzunehmen. Man sieht das auch oft bei Leuten, die haben natürlich viel abgenommen, aber sind dann zum Beispiel skinny fett. Das heißt, wenn die sich dann tatsächlich einmal ausziehen oder man sieht es auch durch die Kleidung, ja, gibt es da, ich sag's mal, Zusammensetzungen, wo man dennoch sieht, da ist sehr viel Fett, subkutanes Fett in diesem Moment noch über der Muskulatur. Also, Frage ist, was hat man denn dann nun abgenommen? Ja, Muskulatur leider Gottes. Okay, der beste und einfachste Weg, um eine Fettverbrennungsmaschine zu werden, ist im Prinzip die ketogene Ernährungsweise. Ja, ich weiß, das sage ich immer, aber es ist tatsächlich so. Wenn unser Körper erst einmal gelernt hat, dass er anstatt von Kohlenhydraten und Zuckern auch Fette verstoffwechseln kann, das nennt man dann Ketoadaption, dann haben wir die Möglichkeit, Nahrungsfette zu verbrennen, viszerales Fett zu verbrennen und auch das subkutane Fett zu verbrennen. Und genau das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis, wenn man erst einmal das viszerale Fett wegbekommen hat und auch etwas das subkutane, für mich persönlich nicht so wichtig, wegbekommen hat, dann funktionieren die Organe erst wieder. Ich blende hier hinten noch kurz eine Studie ein. Diese Studie belegt, dass wenn man sich ketogen ernährt, das heißt, wenn der Körper auf Fettverbrennung umgestellt ist, hat man gemessen, wie viele Kalorien muss man denn nun zu sich nehmen, um das Gewicht zu halten. Und das Faszinierende an der Studie war, dass man 200, 300 Kalorien mehr zu sich nehmen musste, wie bei einer stinknormalen Ernährung, um sein Gewicht zu halten. Das bedeutet, bei einer ketogenen Ernährung, und es ist ein Traum, es ist wie im Schlafland, fährt der Stoffwechsel hoch und du kannst theoretisch mehr essen, zumindest mehr Kalorien. Also, halten wir fest, Fett ist nichts Schlechtes und nichts Böses. Wir brauchen es für unsere Organe, für unseren Organismus. Wir stellen Millionen von Zellen jede Sekunde her und verlieren diese auch. Aber viszerales Fett ist etwas Böses, etwas Schlimmes. Das müssen wir unbedingt loswerden. Wir müssen hier keinen Traumwert haben, dass wir kein viszerales Fett haben. Aber damit deine Organe funktionieren, ist es wichtig, dass das viszerale Fett minimiert wird. Okay, subkutane Fett ist meiner Meinung nach nicht so wichtig. Man muss nicht wie durchtrainiert, durchgestellt da stehen, wenn man das möchte. Die ketogene Ernährung ist auch da der Schlüssel für. Aber in allererster Linie ist das viszerale Fett zu vernichten. So, dann sei noch gesagt, wo kommt eigentlich dieses ganze viszerale Fett und auch das subkutane Fett her? Einige sind der Meinung, ich muss Fett reduzieren in meiner Nahrung, damit ich nicht fett werde. Das ist auch nur eine Halbwahrheit. Die Problematik sind vielmehr die Kohlenhydrate. Wenn man Kohlenhydrate, Zucker konsumiert und jetzt erstmal die Glukosespeicher in Muskeln, Gehirn und in der Leber voll sind, wo geht dann die nächste Portion Nudeln, das nächste Brötchen, das nächste Croissant? Wo geht es denn dann hin? Wir haben nicht die Möglichkeit, es weiter einzuspeichern. Nächstes Problem ist Insulinresistenz. Was ist, wenn die Zellen überhaupt gar nicht sensibel genug ist? Und hier geht es um hunderte Millionen von Menschen auf diesem Planeten, wo dies der Fall ist. Dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, die Glukose passend in die Muskelzelle und so weiter einzuschleusen. Das ist ein Problem. Und dann macht der Körper etwas ganz Faszinierendes. Er speichert es als Körperfett ein. Auch so eine Fettzelle hat so ein bestimmtes Limit. Ja, und da kann man sich im Prinzip vorstellen, dass das Fett wie mit so einem Wasserstrahl in den Organismus gespült wird. Das ist übertrieben. Aber so kommt es zu einer unwahrscheinlichen Ansammlung von Körperfett bei sehr vielen Menschen, was ich teilweise sehr bedauere. Also, wenn du Interesse an ketogener Ernährung hast, an diesem Thema hast, dann bitte abonniere den Kanal. Wenn du jemanden kennst, der ganz beschissene Krankheiten hat, glaub mir eins, es liegt unter anderem an der Ernährung und an den Organen.
dann leite ihm dieses Video weiter. Du kannst ihm dabei nur helfen. Tu dir den Gefallen, um gesund zu werden und auch um abzunehmen, reduziere dein Körperfett. Ganz wichtig. Abonniere deswegen unbedingt diesen Kanal und schreib doch bitte unten drunter, was du von Fett hältst. Mich würde auch freuen, wenn du ganz kurz auf die Glocke tippst, denn dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video am Start ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal bei Keto Research.